So, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind auch wieder da. Wir waren in Spanien, haben dort ein bisschen Urlaub gemacht, ein bisschen genossen. Ich sehe schon, ein paar Leute sind auch relativ braun geworden hier, die irgendwo unterwegs waren und auch die Sonne genossen haben. Heute möchte ich gerne, bevor wir die Predigt hören, ich habe ein Video mitgebracht und möchte, dass wir uns dieses Video heute mal anschauen, mal ein neues Element einbauen, so bei uns. Das haben wir noch nie gemacht, glaube ich, so seitdem ich hier bin. 12-minütiges Video. Und lasst es mal auf euch einwirken und dann werde ich auch da in der Predigt mit drauf eingehen. Genau. Es befindet sich ein Schiff in unmittelbarer Nähe, Corpus Christi, Sir. Die Brücke hat sich eben gemeldet. Sie haben eine Besatzung von 64 Mann und 24 verfügbare Rettungsboote. Wunderbar. Geben Sie Ihnen sofort die genaue Position der Rosa Mary und die Passagierliste durch. Und die genaue Position dieser Corpus Christi brauche ich. In 5 Minuten. Ja, Sir. Matrose McMillan. Was für eine Nacht für Ihren ersten Dienst. Wer sind Sie? Entscheidungen, Jack. Sie, mein Freund, sind im Begriff, das Tal der Entscheidung zu betreten. Es tut mir leid, mein Herr. Ich möchte Sie etwas fragen. Was hat Vorrang? Die Ausrüstung eines Schiffes oder der übergeordnete Auftrag? Ich glaube, der Auftrag für dieses Schiff ist klar vorgegeben. Ja, eben. Unser Auftrag sollte sehr klar sein. Wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack. Daran führt kein Weg vorbei. Kein Weg. Allerdings können wir uns auf diesem Schiff sehr geborgen fühlen. Und da genau liegt Ihre Entscheidung. Wagen Sie sich raus? Oder geben auch Sie sich damit zufrieden, nur darüber nachzudenken, ob Sie es tun? Sir, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich soll bei der Party servieren. Sie fängt gleich an. Jack, die Party ist beinahe vorbei. Der Captain hat angeordnet, dass sich alle sofort bei Bootsmann Burlow auf dem zweiten Deck melden sollen, zu einem dringenden Rettungseinsatz. Bootsmann Burlow hat die Rettungsboote klargemacht. Sie sind einsatzbereit. Bitte folgen Sie mir. Wie bitte? Ein Rettungseinsatz? Stanley, der Mann tropft auf meinen Boden. Mein guter Mann, Matrose Brock. Eins möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Es gibt auf gar keinen Fall einen Rettungseinsatz. Aber, Sir... Denken Sie nach. Wissen Sie, wer bei solchem Wetter mit einem Schiff unterwegs ist? Leute, die nicht bemerkt werden wollen. Wenn also eine Gruppe von Drogenschmugglern selbstverschuldet in Gefahr geraten ist, bin ich der Letzte, der Kopf und Kragen riskiert, das Pack zu retten. Zum Teufel mit allen. Aber
Aber Sir, dieses Schiff ist immerhin... Ich bin mir nur zu bewusst, wie der Auftrag dieses Schiffes lautet. Wollen Sie, dass wir alle draufgehen? Nein, Sir. Sinn und Zweck auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock? Naja, schon möglich. Vielleicht, aber auch nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Matrose McMillan, meinen Sie damit, eine weise Entscheidung zu treffen? Ein hervorragender Mann, den wir verlieren. Meine Herrschaften, der Gottesdienst beginnt um 21.45 Uhr. Wieso ist denn noch keiner da? Die Seile müssen freigehalten werden, damit sie ganz nach unten reichen. Noch nicht lösen? Nein, sie müssen es vom Boot auslösen, sobald das Boot aufs Wasser trifft. Meister! Und Beeilung! Wo bleiben die anderen? Und keine Ahnung! Ah, ich glaube, da kommen sie! Schick sie mir rüber, allein komme ich nicht zurück! Bootsmann Perlow! Na, das wurde aber auch wirklich Zeit. Nein, was soll denn das? Nur eine Handvoll Leute, Mann? Nein, wirklich, verstehen Sie nicht. Ich habe gerade alle 24 Rettungsboote klargemacht. Alles, was zur Verfügung steht. Und Sie bringen mir nur 6 Leute, also im Ernst? Ja, Sir, ich... Ist Ihnen klar, dass mindestens 2 Mann nötig sind, um ein Boot zu Wasser zu lassen? Ja, Sir, ich Wollen weiß, Sie mir erzählen, dass wir jetzt 3 Rettungsboote runterlassen? Ganze 3 Stück, um 76 Leute aus dem Wasser zu fischen? Haben Sie den Verstand verloren? Nein, Sir, ja, Sir. Bei der Wassertemperatur können diese Menschen nur Minuten überleben. Und Sie bringen mir ein halbes Dutzend Leute. Brock, was ist mit den anderen? Was läuft da? Von Steuerbord aus darf man sich denen nicht nähern. Die neuen Rettungsflöße sind so konzipiert, dass man sie am Heck hochzieht. Wie wollen Sie die bei 3 Meter hohem Wellengang am Heck rausziehen? Die kriegt man doch nicht mal zu fassen. Glauben Sie mir, ich bin das 3 Wochen lang mit Burlow durchgegangen. Das Handbuch der Seefahrt kenne ich auswendig. Sie sollten Ihre Hausaufgaben gründlicher machen. Waren Sie schon mal auf dem neuen Rettungsboot? Seien Sie froh, dass Sie bei dem Wetter nicht draußen sind. Es ist Zeit für den Gottesdienst. Ja, Sir, das ist korrekt. Die Rosa Mary war unterwegs von Vancouver. Laut Manifest sind 12 Mann Besatzung an Bord und 64 Passagiere. Können Sie uns bitte den genauen Standpunkt des Rettungseinsatzes mitteilen? Es wurden 3 Rettungsboote zu Wasser gelassen, die jetzt im Einsatz sind und einige Leute rausgefischt haben. Over. Sir, hier ist die Küstenwache, Captain James Meyer. Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Ein Schiff haben die, um die sie jeder beneidet. Eine Crew von 64. 24 Rettungsboote. Und die setzen nur 3 ein. Mami, wo bist du? Wir haben sie gleich an Bord. Gut festhalten. Mami, komm! Ja. Gut festhalten. Mami, bitte! Bitte! Thank you.
Gottes Ebenbild im Menschen war das Bild der Liebe. So lange, bis die Stürme der Sünde das Wasser aufwühlten und das Ebenbild verzerrten. Aber Gott war nicht zu überlisten. Er investierte alles, was er hatte, in jeden Einzelnen, der je gelebt hat. Über die vielen Jahrhunderte haben Männer und Frauen gelebt, die sich leidenschaftlich engagiert haben, allen Stämmen und Nationen das Wort Christi und seinen Rettungsplan zu verkündigen. Viele haben ihr Leben geopfert. Die Liebe zu Gott in der Seele des Menschen ist 100-mal schöner und edler als jede andere Motivation, die ihn je angetrieben hat. Diese höchste Liebe zu kennen, ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Meine Freunde, ich bin hier, um euch zu sagen, dass die Gemeinde Jesu Christi kein Vergnügungsschiff ist, sondern ein Rettungsboot zur Errettung von Seelen. Und an Deck wird jede Hand gebraucht. Danke. Ja, es war ein bisschen dunkel, aber ich glaube, man hat so die Essenz davon verstanden, oder? So von dem, was gesagt worden ist. Genau, heute geht es um das Thema Jüngerschaft. Wir machen heute mit dem Matthäus-Evangelium weiter. Und bevor wieder weiterlesen, möchte ich gerne mit uns zusammen beten. Und Herr, ich danke dir, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist. Wir danken dir, dass du dein Leben nicht verschont hast. Wir danken dir, dass du deine ganze Energie, deine ganze Kraft, deine ganze Seele, alles, was du hattest auf dieser Erde, Herr, hast du für uns aufgebraucht und benutzt, Herr, und hast dein Leben für uns hingegeben, Herr, dass wir Frieden haben können mit dem lebendigen Gott, dass wir sicher durch das Gericht hindurchgehen können, sogar mit der Zuversicht, Herr, und dass wir wahre Vergebung und wahre Liebe erfahren können, auf der Erde schon, Herr, schon in diesen Schwierigkeiten, Herr, können wir deine Liebe und deine Gnade erleben, Herr. Dafür sind wir so dankbar, Herr. Wir sind dankbar dafür, dass du uns rausgezogen hast, aber wir sind ja auch dankbar dafür, Herr, für die Männer und Frauen, für die Menschen, die du in unser Leben hineingestellt hast, Herr, die dein Wort uns gebracht haben, die uns deine Liebe verkündigt haben, Herr, und dass wir durch sie, Herr, erkennen konnten, was du für uns vorbereitet hast, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du heute unsere Herzen berührst, Herr, dass du heute zu uns sprichst, Herr, dass du uns heute motivierst, ermutigst, Herr, und dass du uns, Herr, aufstehen lässt in deinem Namen, um deinem Reich auch so unterwegs zu sein, wie du es warst. Segne uns jetzt, Herr, beim Zuhören. Öffne unseren Geist für deinen Geist und rede du heute zu uns. Im Namen Jesu. Amen. Genau, behaltet mal das Video im Kopf. Ich werde darauf später noch Bezug nehmen. Ich lese vor aus Matthäus Kapitel 4, ein paar wenige Verse, ab Vers 18 bis Vers 22. Matthäus, Kapitel 4, ab Vers 18 bis Vers 22. Die Überschrift heißt bei mir hier, die ersten Jünger. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Als ich das als junger Mensch gelesen habe, als junger Christ, habe ich gedacht, ist es überhaupt noch möglich? Kann man einfach so, ich fand ihre Hingabe einfach krass. Einfach die haben da gelebt und dann kam Jesus vorbei und er sagte zu ihnen, komm, folgt mir nach, und dann sind sie ihm nachgefolgt. Später habe ich verstanden, so ganz einfach war das halt nicht so. Das hört sich hier sehr so romantisch an, ja, so wie die erste Liebe, und dann verliebt man sich und dann läuft man zusammen durchs Leben hindurch. Aber im Lukas-Evangelium, das haben wir schon letzte Zeit öfters gelesen, wird das nochmal entschlüsselt. Ja, deshalb sind die ganzen Evangelien wichtig, dass wir nicht nur ein Evangelium lesen, sondern alle Evangelien lesen, weil der eine lässt einige Details weg. Das war dem Matthäus gerade hier nicht wichtig, diese Dinge zu benennen. Der Lukas dagegen aber hat nochmal nachgeforscht und hat nochmal Sachen rausgefunden
Und der hat sich wahrscheinlich auch gefragt, war das wirklich alles so romantisch? Und dann hat er eine Geschichte gehört, die wir auch schon in letzter Zeit öfters gehört haben. Ich lese vor aus Lukas Kapitel 5, noch einmal diese Geschichte, aber schadet ja nicht, sie nochmal zu hören. Lukas ab Kapitel 5, Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in den anderen Booten zu kommen, um und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh weg von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Naja, die Geschichte hört sich schon für mich schon ein bisschen zugänglicher an als die Geschichte im Matthäus-Evangelium. Da hieß es, Jesus lief vorbei und sagte, komm, folg mir nach. Und die haben alles verlassen, einfach nur auf ein Wort hin. Und dann ist mir bewusst geworden durch diese Geschichte, keiner von uns verlässt auf ein Wort hin, auf ein einzelnes Wort hin, einfach irgendwie unseren Platz oder unsere Stelle, sondern Gott muss mächtig in unser Leben hineingreifen, damit wir den Mut haben, überhaupt loszulassen und mit ihm durchzustarten. Und hier möchte ich ein bisschen davon erzählen, was die Jünger hier gemacht haben. Sie haben gefischt, sie haben eine ganz normale Tätigkeit damals getan. Ich weiß nicht genau, viele sagen, es war nicht so eine hohe Arbeit, aber andere haben gesagt, die müssen ziemlich reich gewesen sein, sie haben ein Boot gehabt, nicht jeder hatte ein Boot gehabt und so. Also da sind sich die Menschen nicht schlüssig, was für einen Wert diese Arbeit hatte. Auf jeden Fall haben sie davon gelebt. Das war die Arbeit, von der sie gelebt haben. Das war sozusagen ihre tägliche Routine. Das war der Kreislauf, in dem sie sich immer wieder befinden. Immer wieder raus aufs Neue, nachts oder tags, wie auch immer. Wann die Fische halt zu fangen waren, das wussten sie halt am besten. Und dann die ganze Nacht hindurch oder mehrere Stunden. Und die waren davon abhängig, sie lebten davon, von diesem Fischfang. Und wahrscheinlich auch nicht nur davon überlebt, sondern auch, wenn es möglich war, haben sie etwas auf dem Markt verkauft und haben ein bisschen Geld davon bekommen und dann andere Dinge davon gekauft. Aber ihr Hauptlebensunterhalt war das Fischen. Und das sehe ich auch in der Welt. Ich sehe in der Welt, wie wir über die Runden kommen. Die meisten Menschen auf dieser Erde, die sind festgefangen in einem Kreis des Überlebens. Die sind nur am Kämpfen, wie soll ich über die Runden kommen? Viele Menschen auch in Deutschland, viele Menschen haben nicht genug Geld und sie malochen einen Job, wo sie genau die gleiche Kraft hineinstecken wie andere Leute, aber kriegen viel weniger heraus und müssen auch mit den ganzen Kosten klarkommen. Und dieses System auf dieser Erde hält die Menschen fest und die Menschen müssen malochen in den ärmeren Ländern noch mehr, noch härter. Ja, als bei uns, wir sind ein Land, das ein bisschen reicher ist, wir haben noch Möglichkeiten, wir können uns überlegen, ein YouTube-Star zu werden, ein Influencer zu werden oder wir können ein Musiker werden, wir können ein Filmstar werden, wir können uns überlegen, was für ein Business starte ich, um damit Erfolg zu haben. Also letztendlich haben wir in Deutschland ein bisschen mehr Möglichkeiten als vielleicht manch ein anderes Land, aber dennoch ist das Konzept, das Prinzip dahinter das gleiche. Und zwar gibt es in der Bibel, meiner Meinung nach, gibt es zwei Prinzipien. Ein Konzept, welches total gängig ist, was jeder drauf hat. Und das ist hoch ansteckend. Seit der Geburt haben wir das in uns drin. Und das ist das Konzept der Selbsterhaltung.
Egal, was die Menschen tun auf dieser Erde, das meiste, was die Menschen tun, ich würde sagen, 99% dessen, was der Mensch in seinem Leben tut, dient dazu, um sich selbst zu erhalten, um sein Leben zu erhalten, um seine Gefühlswelt zu erhalten. Ich gehe arbeiten, damit ich essen kann. Ich möchte mehr Geld verdienen, damit ich ein schönes Leben haben kann. Aber das Ziel dahinter ist es eigentlich, sich selbst zu erhalten. Dieses Konzept haben wir von Kind auf drauf in unserem Leben. Es ist da. Es ist ein mächtiges Konzept. Überall auf der Erde ist es da. Und wir haben das Gefühl, wenn wir aufhören, wenn wir nichts mehr machen, dann werden wir verlieren. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen irgendwie auf dem Wasser bleiben. Wir müssen überleben. Und das hält uns in so einem Kreislauf, der uns ermüdet. Und dann freuen wir uns eines Tages. Hoffentlich haben wir dann die Rente erreicht. Und dann können wir gut leben. Aber dann sehen wir, was für eine Rente wir bekommen. Und dann merken wir, oh mein Gott, das ist ja so knapp. Und wie soll ich damit noch über die Runde kommen mit der ganzen Geschichte? Ja, manchmal rechnen wir uns unsere Rente durch und denken so, das wird schon, wir müssen schon den Gürtel enger schnallen, ne? So, wenn wir dann älter werden. Ja, und in diesem Erhaltungskonzept lebt der Mensch eigentlich die ganze Zeit. Alles, was wir tun, ja, wenn wir uns anziehen, wenn wir uns schön machen, wenn wir ein Deo okay, das ist vielleicht auch Nächstenliebe für den anderen. Aber vieles andere machen wir eigentlich, um uns selbst zu erhalten. Das ist die Natur des Menschen, die egoistische Natur des Menschen. Und es gibt, habe ich jetzt auf Mallorca gelernt, und zwar war das so, da gibt es auch ein Konzept, und das Konzept heißt Rippströmung. Kennt ihr das? Wisst ihr, was eine Rippströmung ist? Weiß es jemand von hier? Das wusste ich auch nicht. Das erste Mal habe ich es dort gehört. Und zwar ist es so, wir durften nicht an jedem Tag in allen Bereichen ins Wasser gehen. Manchmal war das so, da hast du auf dem Turm, da wie nennt man die nochmal, Lifeguard, ja genau, ich wollte nichts Deutsch-Englisches sagen, ich wollte was Deutsches sagen. Und dann sitzen die halt da und gucken die ganze Zeit und überwachen halt, wo dann die Leute sind, wo es eine Gefahr gibt und so weiter. Und vor kurzem ist dort ein Mensch gestorben. Also an diesem Strand vor 4 Wochen oder so ist dort ein Mensch gestorben und es gab eine sogenannte Rippströmung. Und dann ist das so, dann schauen die Lifeguards, wo ist dann diese Strömung? Und dann stellen sie rote Fahnen am Strand auf und zwischen diesen Flaggen, zwischen diesen Fahnen, dort darfst du nicht ins Wasser gehen. Und dann pfeifen sie von oben die ganze Zeit, sobald ein Mensch da so hineinschwimmt, ohne es zu merken, dann pfeifen sie gleich und pfeifen den da raus. Und ich habe mich gefragt, warum, was ist denn da los? Was ist das für ein Dings? Ne? So, und mein Vater hat auch erzählt, dass jemand gestorben ist, das heißt auf keinen Fall in diesem Bereich ins Wasser gehen. Und dann habe ich nachgelesen, was es ist, diese Strömung. Das ist eine ganz krasse Geschichte. Und es ist so, wenn hier jetzt der Strand ist und hier ist das Meer und dann kommen die Wellen und schlagen halt gegen den Strand die ganze Zeit. Hin und zurück, hin und zurück. Und dann kann Folgendes passieren, also es gibt eine große Strömung sozusagen, die geht vor und zurück. Und dann kann Folgendes passieren, dass da irgendwo im Meer, da gibt es eine Sandbank oder einen Stein, einen großen Felsen. Und dann wird diese Strömung, die immer wieder gegen den Strand schlägt, wird gespalten. Du hast plötzlich 2 Strömungen. Kein Problem, es ist noch vollkommen in Ordnung. Aber der Punkt ist ja, das Wasser schlägt gegen den Strand und will jetzt ausweichen und weiß nicht mehr wohin. Und in der Mitte ist ein bisschen sozusagen Lücke. Und dann geht das Wasser in der Mitte zusammen und raus ins Meer. Und wenn jemand dort schwimmen geht, da kannst du der beste Schwimmer der Welt sein, du wirst es nicht schaffen, gegen diese Strömung anzuschwimmen. Und das ist das, was die meisten Menschen tun. Die meisten Menschen schwimmen und wollen zum Strand und mühen sich ab und geben sich die Mühe und so weiter und so fort. Und sie schaffen es nicht und ertrinken dann letztendlich aufgrund der Übermüdung, der Erschöpfung, die sie haben. Sie sterben, ja, weil sie das Konzept nicht verstanden haben. Sie wollen ihr Leben erhalten und durch diesen Erhalt, den sie haben, in sich selbst drin haben, verlieren sie letztendlich ihr Leben. Und das ist das, wie die meisten Menschen leben. Die meisten Menschen haben nur eine Perspektive für diese Erde. Sie denken nur an das Hier und Jetzt, an meinen Erfolg hier auf dieser Erde, an meine Karriere hier auf dieser Erde, an meinen Ruhm auf dieser Erde, an mein Gesicht, wie was Leute von mir denken und halten, an mein Geld, an mein gutes Leben, an meine Gesundheit. Ja? Daran denken die Menschen hier und jetzt, an die Rente später, dass ich noch gut ausleben kann.
Daran denken die Menschen. Sie wollen ihr Leben erhalten. Und das Schlimme ist aber, am Ende werden sie es verlieren. Wir werden unser Leben verlieren. Und das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Wir lassen alles hier auf der Erde zurück. Das ist das Konzept, in dem wir alle sind. Alle. Ja? Es ist ein armseliges Leben, das wir führen. Eigentlich. Es hat kein Happy End, wenn es keinen Gott gibt. Sogar ohne Gott ist es kein Happy End, weil du wirst alles verlieren, alles zurücklassen. Du hast dein Leben ein bisschen genossen, aber kannst es nicht für immer behalten. Es wird dir alles weggerissen. Sei es durch Gesundheit, sei es durch Lebensumstände und so weiter und so fort. Das Leben ist vergänglich. Und Jesus, er möchte nicht, dass wir so ein vergängliches Leben führen. Jesus möchte nicht, dass wir alles verlieren am Ende, was wir haben. Sogar unsere eigene Seele, dass wir die verlieren. Sondern Jesus möchte, er ist mit dem Retterherz auf diese Erde gekommen, um zuerst, dass wir unsere Seelen gewinnen können, bis in alle Ewigkeit behalten können, dass sie mit Gott leben können, dass sie mit Gott in der Ewigkeit, in seiner Liebe, in seinem Friedensreich bleiben können. Dazu ist er auf diese Erde gekommen. Er schaute herab auf uns Menschen und er konnte diesen Zustand nicht ertragen. Er wollte nicht, dass wir mit Verlust in die Ewigkeit hineingehen. Sondern er wollte, dass wir siegreich in die Ewigkeit hineingehen, dass wir geliebt in die Ewigkeit hineingehen, ohne Furcht, sondern mit Mut, mit Freude und Zuversicht. Er möchte uns aus dieser Rippenströmung herausreißen. Er möchte nicht mehr, dass wir gegen diese Strömung anschwimmen, sondern möchte, dass wir was ganz anderes tun. Und das ist vielleicht etwas, vielleicht wird euch das euch wirklich mal eines Tages das Leben retten, was ich heute erzählen werde, weil mir hätte es wahrscheinlich auch das Leben gerettet, hätte ich das früher gewusst. Zum Glück bin ich da nicht reingeschwommen, aber wäre ich da reingeschwommen, ich hätte es genau so gemacht. Ich wäre genau auf diesen Strand zugeschwommen. Ich hätte genauso meine Kraft verballert. Es sei denn, jemand hätte mir Wissen weitergegeben, mitgeteilt. Und dieses Wissen bekommen wir von Jesus. Jesus ist gekommen, um uns Menschen zu retten. Aber er will nicht nur alleine unterwegs sein, sondern er möchte eine Mannschaft, wie wir es vorhin in dem Video gesehen haben, ein Team aufbauen, welches sich mit der Errettung der Menschen beschäftigt, mit dem ewigen bleibenden Gewinn beschäftigt. Und dazu möchte er uns alle einladen und rufen. Es gibt unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die ihren Glauben auf unterschiedliche Art und Weise leben. Die einen haben total die starke Hingabe und die anderen haben diese Hingabe nicht. Die anderen leben immer noch für sich selber. Obwohl wir Christen geworden sind, leben wir eigentlich immer noch für uns selber. Und statt der Unterschied zwischen früher und heute ist einfach nur der geworden, dass früher ich aus eigener Kraft versucht habe, mein Erfolg, mein Business, mein dies und jenes und so weiter zu erreichen. Und jetzt sage ich, lieber Gott, bitte hilf mir dabei. Und eigentlich ist es so oft, dass Gott uns nachfolgt und uns hinterherläuft die ganze Zeit, statt dass wir Gott nachfolgen. Wir erhalten immer noch unser Leben, nur dieses Mal mit Gottes Hilfe. Und wisst ihr was? Das erinnert mich auch so sehr eigentlich an die kleinen Kinder. Also wenn ich an meine Kinder denke, als sie klein waren, sie haben nie das getan, was wir wollten. Wir mussten immer ihnen hinterherlaufen, wir waren ihre Diener. Aber das soll ja nicht Endzustand bleiben, sondern wir hoffen als Eltern, dass eines Tages eine Reife reinkommt und dass sie plötzlich eines Tages irgendwie auch Verantwortung übernehmen und selber Leben managen können, nicht nur an sich selbst denken, sondern auch an andere denken können. Meine Tochter Annabella, die hat vorgestern, kann ich mich nicht erinnern, hat sie, ohne dass wir irgendwas gesagt haben, wir waren sogar noch im Bett und dann hat sie... ist dann die Sarah zu mir gekommen und gesagt, die Annabella die hat was Verrücktes gemacht. 6 Jahre altes Kind, ne? Sie hat gesagt, sie hat die Küche aufgeräumt. Ich weiß gar nicht, wie sie gewisse Bereiche erreichen kann. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ist sie gesprungen, da gab es eine Leiter und die musste auf diese Leiter draufgetreten sein und hat die ganze Küche sauber gemacht. Ja? Und dann hat sie Folgendes gesagt. Dann hat sie zur Mutter gesagt, aber du musst es unbedingt auch Vater erzählen, dass ich die Küche sauber gemacht habe und den Boden gewischt habe. Komplett von alleine ist sie auf diese Idee gekommen. Zumindest so ist die Geschichte, die ich gehört habe. Ja? Und ich habe das als Vater gehört und irgendwas wurde in mir ausgelöst. Ich dachte, ja, das hört sich richtig gut an. Ne? Das fühlt sich richtig an. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, sie hat nicht gesagt, geht hin und erzähl es den ganzen anderen Kindern. Sondern sie hat gesagt, erzähl es dem Vater. Ihr war es wichtig, dass ich das mitkriege und dass ich wertschätze, was sie getan hat. Und das ist das Leben, zu dem uns auch Jesus einladen möchte, dass wir vor diesem Vater und für diesen Vater leben.
dass wir nicht mehr, dass es uns egal ist, was alle anderen denken, aber was unser himmlischer Vater über uns denkt, dass das zählt, dass das wichtig ist. Und Jesus kommt in das Leben von Petrus, Andreas, Johannes, wer noch? Schon vergessen. Jakobus kommt hinein. Er kommt in ihr Leben hinein. Und damit fängt die ganze große Veränderung an in unserem Leben. Wenn nur durch Jesus schaffen wir es, diesen Kreis zu durchbrechen und ein Leben zu leben, welches nicht mehr dieses gewöhnliche Kreisleben ist, das uns immer festhält am Leben und Überleben und am Selbsterhalt, sondern es fängt damit an, dass wir Jesus in unser Boot hineinlassen. Damit fängt es an. Und Jesus sagt nicht nur einfach, komm, folg mir nach, sondern im Gegenteil, er ist mit seinen Jüngern unterwegs. Sie haben die ganze Nacht gefischt, sie haben ihre ganze Kraft verloren. Sie konnten keinen Fisch verkaufen für diesen Tag, nicht einen Fisch zum Essen geben. Und ich glaube, so ein Fisch damals ohne Kühlschrank, der hielt sowieso nicht lang. Also du musst jetzt sofort es haben. Erfolglos. Und dann kommt Jesus in sein Leben hinein. Und dann sagt Jesus, wirf die Netze dort und dort hinaus und so weiter. Und sie fangen so viele Fische, dass die Boote drohen zu sinken. Sie erleben ein Wunder. Wir brauchen diese Wunder. Wir brauchen dieses Erleben von Jesus. Wir brauchen irgendetwas. Brauchen wir. Dass unser Herz brennt. Dass wir eine tiefe Einsicht haben. Oder ein Wunder erleben, wie es der Petrus erlebt hat. Jesus zeigte ihnen, wenn ihr auf mich vertraut, wenn ihr mit mir unterwegs seid, ich weiß, wo die ganzen Fische rumschwimmen. Ihr habt euch die ganze Nacht abgemüht, eure Fähigkeiten benutzt, aber ich weiß, wo die Fische sind, wenn ihr mit mir zusammen seid. Jesus zeigt hier einen übernatürlichen, einen nicht normalen Lebensstil. Und zu diesem Lebensstil lädt er uns ein. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihm vertrauen, dann haben wir ein Führungsleben. Sicherlich müssen wir auch irgendwo arbeiten und das und dies und so weiter. Aber das ist nicht mehr unsere Priorität. Wir wollen nicht mehr unser Leben selbst erhalten. Sondern von diesem Tag an, wo er uns gerufen hat, sagen wir, Jesus, von jetzt an wollen wir, dass du unser Leben erhältst. Macht er sowieso. Hat er immer schon gemacht. Nur wir haben damals in einer Illusion gelebt. Wir haben gedacht, wir können was tun. Nein, er hat immer schon versorgt. Er versorgt die Menschheit, wie er die kleinen Vögel und die ganzen Tiere versorgt. Wir waren immer in Gottes Hand. Nur hier ist ein bewusstes Abgeben. Herr, ich will mich nicht mehr selbst erhalten, sondern ich möchte es abgeben. In Lukas 9 heißt es, Vers 23, da sagt er zu all seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Das ist ein Wort, das wir nicht mögen. Wenn jemand mein Jünger sein will, also wenn jemand mit mir mitgehen möchte, so wie es Marlene heute auch vorgelesen hat, mit dabei sein möchte, oder eigentlich auch sagt, er hat auch indirekt gesagt, wenn jemand genauso werden möchte wie ich und das Gleiche machen möchte wie ich, Meister und Jünger, das heißt, der Jünger wird so wie der Meister. Dazu lädt Jesus uns ein. Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Was heißt denn dieses Selbstverleugnen? Was ist das, dieses Selbstverleugnen? Dieses Selbstverleugnen ist nichts anderes als Aufgeben des Selbsterhalts. Ich erhalte mich nicht mehr selber, sondern Herr, ich richte mich aus nach dir, nach deinem Willen und du wirst mich, Herr, erhalten. Ich lebe nicht mehr auf natürliche Art und Weise, sondern durch deine Führung und durch deine Leitung. Und davor haben ja die Menschen Angst. Sie haben Angst, was ist, wenn ich Jesus nachfolge und was dann? Und wir vergessen es, dass Gott uns führen wird und leiten wird. Und er ruft uns zu, auch heute noch. Er sucht nach diesen Männern, wie genau auch in diesem Video, die dann aufstehen und bereit sind anzupacken, die bereit sind, ihr Kreuz auf sich zu nehmen, nicht mehr nur an sich selbst zu denken, an ihr eigenes Leben, sondern auch an das Leben anderer Menschen, die verloren sind, sei es wegen Drogenschmuggels, sei es wegen Selbstverschuldens. Aber Gott möchte diese Menschen retten. Und das ist unser Auftrag als Gemeinde, durch Jesus als Lebensstil vorgelebt eigentlich. Er hat nie gesagt, dass wir Häuser bauen sollen, dass wir es gemütlich haben sollen. Aber er hat immer gesagt, geht hin zu den Menschen, liebt die Menschen, predigt das Evangelium, ja, die gute Botschaft. Und diesen Auftrag tragen wir alle. Die einen mehr aktiver in ihrem Leben, mehr hingegeben in ihrem Leben, die anderen vielleicht weniger. Es gab auch andere Jünger. Es gab die Maria und es gab die Martha. Die waren manchmal dabei, manchmal nicht dabei. Sie haben Jesus geliebt. Lazarus war auch da. Wir lesen nicht, dass Lazarus Jesus immer nachgefolgt ist. Aber Jesus liebte Lazarus, so heißt es dort.
unabhängig davon. Unser Herz gehört jetzt Gott. Unser Herz gehört jetzt Jesus. Und wir möchten ihm nachfolgen und seinen Willen tun. Wir wollen nicht mehr unser Leben erhalten. Und dann heißt es hier, genauso wie bei dieser Rippströmung, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Das passiert. Ich schwimme gegen die Strömung und ich verliere. Weltmeister auf 400 Meter braucht heutiger Rekord laut Wikipedia 6,55 Kilometer schafft er, die Stunde oder sowas. Ja, und die Gegenströmung ist 9 Kilometer die Stunde. Das heißt, er wird niemals gegenschwimmen können, obwohl er Weltmeister ist, noch so gut ist. Er schafft es einfach nicht von alleine. Ich bin als wir nach Berlin gefahren sind, habe ich mir solch eine Mühe gegeben, nach Geschwindigkeit zu fahren, auf die Blitzer zu achten. Ich wurde nicht geblitzt. Bis zum Schluss. Am letzten Ort. Da fahren wir hier rein, da ist ein Baum, dahinter ist ein Blitzer. Und ich habe mich gerade ein bisschen verquasselt, wir haben irgendwas diskutiert, habe das Schild übersehen, zack, geblitzt. All meine Mühe reicht nicht aus, mein ganzer Selbsterhalt. Am Ende habe ich trotzdem verloren. Ich glaube, wir wollen schon mittlerweile so ein Abo einrichten, dass wir so 30 Euro im Monat zahlen und fertig, das war's. Alle Strafen gehen dahin. Wir schaffen es einfach nicht, obwohl wir uns Mühe geben. Ein Moment der Unwachsamkeit. Ein Moment und ich sinke. Und wisst ihr, wie man aus dieser Rippströmung herauskommt? Ganz interessant. Du musst dich treiben lassen. Das ist der Trick. Das heißt, wenn du von der erwischt wirst, dann schwimmst du mit der Strömung mit raus aufs Meer. Und während du rausgetrieben wirst aufs Meer, also du verlierst dein Leben, du gibst eigentlich auf, sozusagen, und dann schwimmst du seitwärts, umschwimmst diese Strömung und schwimmst wieder zum Strand zurück. Also aufgeben, nicht gegen die Strömung schwimmen in diesem Fall, sondern aufgeben, sich treiben lassen, sein Leben verlieren, ist am Ende meine Rettung. Und irgendwie, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das kommt mir bekannt vor, das Konzept, ne? Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, meinetwegen, wegen Jesus, nicht meinetwegen, sondern wegen Jesus, der wird es retten. Der wird etwas haben, was Ewigkeitscharakter hat. Jesus lädt sie zu einem Tauschhandel ein. Ihr Jünger, oder noch nicht Jünger in diesem Fall, ihr Menschen, sagt er zu ihnen, in meinen Worten. Indirekt ist das die Botschaft, die dahinter steckt. Ihr lebt jetzt hier und ihr werdet euch abmühen und am Ende werdet ihr sterben. Und nichts wird bleiben. Ja? Und dann sagt Jesus, ich bin gekommen, um euch zu erretten. Und ich bin gekommen, damit ihr mit mir Dinge tun könnt. Ihr macht einen Tauschhandel mit mir. Ihr tauscht eure Vergänglichkeit gegen Ewigkeit. Ihr tauscht eure Vergänglichkeit und eure vergänglichen Taten, die wie ein Hauch sind in dieser Erde und die verschwinden werden. Und ihr tauscht sie gegen Ewigkeit. Das, was wir für Gott tun im Namen Jesu und mit Jesus zusammen, hat Ewigkeitscharakter. Es hat Wahres, es hat Gewicht, es wird bleiben. Es hat einen Lohn, einen versprochenen Lohn, den wir jetzt noch nicht vielleicht sehen können, nicht immer sehen können und nicht immer erfassen können. Aber es hat einen Lohn. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selber verliert oder unheilbaren Schaden nimmt? Was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt? Denken wir an die ganzen YouTuber, Musiker und Businessleute und auch Leute, die eine einfache Arbeit machen. Das ist alles Selbsterhalt. Jesus kommt in unser Boot hinein. Er will in unser Leben hineinkommen und er will unsere Umlaufbahn. Er will nicht, dass wir wie der Mond die ganze Zeit um die Erde uns drehen, sondern er will uns aus der Laufbahn herausschießen, dass wir ein neues Leben mit ihm haben. In Markus 10, da heißt es, da fing Petrus, Vers 28, da heißt es, da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also, Petrus ist cool. Petrus ist der folgt einfach nach, ja, und irgendwie ist er begeistert von dem, was Jesus tun kann. Er ist so wow, krass. Ja, und dann erst später, nachdem sie schon eine lange Zeit mit ihm mitgelaufen sind, denkt er, warte mal, wir sind jetzt bei dir mitgelaufen, was kriegen wir eigentlich dafür? Was eigentlich, das ist, wer fängt so einen Vertrag an? Ja, also ich fange einen Vertrag an und dann, keine Ahnung, bei McDonald's, ja, und dann gar nicht aufs Gehalt geguckt und plötzlich nach einem halben Jahr, so was kriege ich eigentlich für ein Gehalt?
Und er fragte in diesem Moment, was werden wir bekommen für unsere Hingabe? Was werden wir bekommen dafür, dass wir unseren Vater verlassen haben? Übrigens, hier hat sich auch Gott auch um den Vater, um die Familie gekümmert. Ich denke, wenn sie diesen Fisch verkauft haben, was denken sie, was sie an Geld gemacht haben? Und wie lange sie davon leben konnten, wenn sie in einer Nacht nichts gefangen haben? Hier haben sie zwei Boote voll, die drohten zu versinken. Und die Boote waren nicht klein, da haben mehrere Männer reingepasst in so ein Boot. Das heißt, der Herr hat auch die Familie versorgt und ihnen den Rücken frei gemacht, dass sie gehen konnten. Das war nicht normal. Jesus hat sie geführt. Jesus sucht heute noch nach diesen Männern und Frauen, die bereit sind, ihr Leben für ihn zu lassen, die bereit sind, ein Opfer zu bringen, um seinen Auftrag auf dieser Erde zu erfüllen, um verlorene Menschen zu suchen, um diesen Dienst weiterzutun, den er damals angefangen hat. Und dann sagt Jesus im Vers 29, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker, davon wovon wir leben, verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfangen wird. Der nicht hundertfach empfangen wird. Jetzt in dieser Zeit Häuser. Ich habe durch euch viele Häuser. Ich glaube, wenn ich Schwierigkeiten habe, kann ich bei vielen bei euch klingeln und werdet mich aufnehmen. Ja? Ich habe viele Brüder und Schwestern, die hier sitzen. Ich habe nur einen Bruder gehabt, jetzt habe ich viele Brüder und Schwestern. Also das ist schon eine Lohnvergrößerung. Das ist schon ein Reichtum, den ich davor nicht hatte. Manchmal seid ihr auch meine Mütter. Auch Männer sind manchmal meine Mütter, die mich umarmen und trösten. Johannes hat mich vor kurzem besucht, mich umarmt und getröstet. Ja? Er ist meine Mutter gewesen. Ja? Manche sind meine Kinder, auf die ich aufpasse. Und Äcker, mitten unter Verfolgung, mitten in Schwierigkeiten. Das heißt, dieser hundertfache Lohn für mich seid ihr. Die Gemeinde Jesu Christi ist mein Lohn. Unser Lohn füreinander. Und wir reden auch so, ach, hier läuft das und das und dies und der schon wieder das und so weiter. Ich rede gerade über meinen Lohn. Ich beschwere mich gerade über meinen Lohn, meinen hundertfachen Lohn. Hier auf dieser Erde und in der kommenden Welt das ewige Leben. Das heißt, Jesus sagt zu uns, wenn ihr verlasst, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr euer Leben hingibt, für die gleiche Vision, die ich auch habe, für die gleiche Liebe für die Menschen, die ich auch habe, dann werdet ihr unbedingt belohnt werden. Und das wird ein ewiger Lohn sein. Das ist etwas, was für immer bleiben wird. Ihr werdet nicht die Trauer haben, wie die meisten Menschen auf dieser Erde, wenn sie eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen und alles verlieren werden. Sondern ihr werdet ewiges Leben haben. Und dazu lädt dich Jesus heute ein. Er lädt dich ein, heute mit ihm ein Leben anzufangen, ihn in sein Boot einzulassen und sagen, Jesus, ich möchte nicht mehr mein Leben verschwenden. Mein Leben ist leer. Ich esse, ich trinke, ich schlafe, ich zocke, ich mache das, ich mache dies. Und mein Leben ist leer. Herr, komm du in mein Leben und ich möchte dich einladen heute hier in Ort, auch wenn du heute online zuhörst, lass Jesus in dein Leben hinein, bitte ihn in dein Leben hinein. Sag, Jesus, ich will nicht mehr für mich selber leben. Ich will nicht nur für meinen Selbsterhalt da sein. Ich will, dass mein Leben einen neuen Wert bekommt, einen Ewigkeitswert bekommt. Ich will ewig bleiben mit dir. Komm in mein Leben, errette mein Leben. Danke, dass du für mich gestorben bist, mich reingewaschen hast und dass ich in dir einen neuen Anfang haben kann. Mit solch einem Gebet kannst du Jesus in dein Leben einladen. Aber auch für uns vielleicht, die wir schon jahrelang im Christentum unterwegs sind. Vielleicht sind wir gemütlich geworden. Vielleicht haben wir unsere erste Hingabe, die wir gehabt haben, wo wir Jesus getroffen haben, erlebt haben, kennengelernt haben, vergessen. Vielleicht ist es Zeit für uns auch, Dinge zu erneuern. Vielleicht müssen wir mal hineingucken, hineinprüfen unser Leben und vielleicht stellen wir Dinge fest oder sehen Dinge, die unsere Hingabe einfach bremsen und ich eigentlich wieder in den Selbsterhalt hineingefallen bin. Jesus sagte, Als das Wort unter die Dornen fiel, dann wuchsen die Dornen auf und erstickten das Wort, erstickten dieses Leben in uns, diese Freude in uns. Und dann vergleicht er diese Dornen mit was? Mit der Sorge ums Leben. Sorge, wie soll ich überleben? Wo kriege ich das Geld her? Was ist der nächste Schritt? Und so weiter und so fort. Und das möchte Gott, dass sie mit dem Glauben abgeben. Er ist unser Erhalter. Nicht ich selber, sondern er ist derjenige, der mich erhält.
Es gibt Menschen, zum Beispiel, wenn ich mir Billy Graham anschaue, ich hab das heute mal geschaut, Billy Graham, der hat auch sein Leben, das ist ein Evangelist, ein großer Evangelist, den Gott stark gebraucht hat, er hat sein Leben Jesus hingegeben. Und das heißt nicht, dass er arm war. Im Gegenteil, der war ziemlich reich. Der hat mit seinem Missionswerk 345 Millionen oder sowas gemacht. Der hat richtig Schotter auf dem Konto gehabt. Aber er hat nicht dafür gelebt, sondern er hat für Jesus gelebt. Und Gott hat ihn versorgt auf eine wunderbare Art und Weise. Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Auf eine wunderbare Art und Weise. Und dazu lädt uns Jesus ein. Das lesen wir hier mit den Jüngern. Er beruft sie, er möchte sein Team aufbauen. Erst sind es hier 4 gewesen, später werden es 12, auch der Judas ist mit dabei. Auch er bekommt eine Chance mitzulaufen, Jesus zu erleben. Aber am Ende trifft er eine Entscheidung und Gott zwingt keinen. Es ist eine Wahl. Die Jünger hätten auch hier immer noch eine Wahl treffen können und sagen können, nein, Jesus, du bist uns zu rein, das Leben ist viel zu krass, das du uns vorschlägst. Ich will das nicht. Und so gibt es unterschiedliche Typen. In Lukas 9 heißt es, Vers 57, als sie weiterzogen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Hier ist einer, der sagte, ich will dir folgen, wo du auch hingehst, sagte er. Jesus, ich will mit dir dabei sein. Er sagte das, aber hatte in seinem Herzen in der Nachfolge Gedanken des Selbsterhalts, ohne es zu merken. Und Jesus gibt ihm ein mehr oder weniger abweisendes Wort. Wir wissen nicht, wie das genau hier ausgegangen ist. Aber er sagte, doch Jesus entgegnet ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn, also Jesus, hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Er sagte zu ihm, wenn du mir nachfolgst, dann wird es gar nicht so glorreich sein, weil du denkst, wenn du mir nachfolgst, wirst du Ruhm und Ehre haben. Und du wirst als großer Held dastehen. Nein, es wird nicht so sein. Mein Leben ist ziemlich nicht organisiert. Manchmal habe ich keinen Platz zum Pennen. Da bin ich im Garten Gethsemane unterwegs, liege an einem Baum gelehnt und wache mit dem Morgentau auf dem Körper. Ich habe keinen Ort, wo ich meinen Kopf direkt hinlegen kann. Zu einem anderen sagt Jesus, komm, folge mir nach. Deine will nachfolgen, hier wird ein anderer, Jesus sagt, komm und folge mir nach. Jesus lädt ein, doch er möchte keinem was vormachen. Doch der antwortete, Herr, in meinen Augen, als ich das gelesen habe, ein sehr hartes Wort. Sagte, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Ich denke, was ist daran so falsch, meinen Vater zu begraben? Aber der Punkt ist, der Jesus tickt hier ganz anders. Ja? Jesus Denken ist, es ist so notwendig, das Leben zu predigen, dass es wichtiger ist, als seinen Vater zu begraben. Er zeigt, wo die Notwendigkeit ist, wo die wahre Not da ist und wo wirklich Bewegung reinkommen sollte. Das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu Gott zu führen. Und dann sagt er, lass die Toten ihre Toten begraben. Er entgegnete ihm Jesus, deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Hartes Wort, ungemütliches Wort. 61, wieder ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber erlaube mir doch erst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Auch gut, oder? Hey, Familie, der hat eine Familie. Ja, und er will Tschüss sagen. Tschüss, hey, ich ziehe jetzt mit Jesus und so weiter. Hey, wir hätten eine Abschiedsfeier gemacht, wäre okay gewesen. Aber Jesus sagt hier was anderes. Jesus wusste, was in seinem Herzen ist. Und in dem Typen kann ich mich sehr stark wiederfinden. Das ist der Typ, der aufschiebt. Der sagt, zuerst mache ich das und dann folge ich dir nach. Kennt ihr das? Ja, ich sollte mal wieder beten und Gebetsgemeinschaft haben. Ja, mache ich morgen. Und, hast du es gemacht? Nein, hast du nicht gemacht. Ich auch nicht. Das Aufschieben, ja? Also es gibt eine lange Bank, die Aufschiebbank, ja? Die hat kein Ende. Und dann, wenn du diese Mentalität hast, wirst du von der Sache und von der Sache und von der Sache gefangen genommen. Und am Ende vergeht dein Leben und du hast nichts gemacht. Dein Leben hat keinen Ewigkeitscharakter, keine Frucht, weil du es immer aufgeschoben hast und am Ende im Selbsterhalt geblieben bist. Erst ich und dann du, Gott. Erst ich und dann du, Gott. Und das ist herausfordernd für uns. Ich habe für mich selbst manchmal eine Entscheidung getroffen. Ich habe gemerkt, es ist besser für mich, wenn ich zum Beispiel Gedanken habe, boah, ich müsste mal wieder stille Zeit machen und ich kann es jetzt machen. Mach es jetzt. Oder ich sage, boah, ich müsste jetzt mal ein bisschen evangelisieren gehen oder was weiß ich. Leute, mach es jetzt.
Wenn ich das auf später schiebe, ist es vergessen. Es ist vorbei. Ja, dieses Verschieben. Also es gibt unterschiedliche Typen von Menschen. Aber Jesus ermutigt sie. Dann sagte Jesus hier auch wieder ein hartes Wort. Wer seine Hand an den Pflug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Ja, also an dem Pflug heißt, du musst gerade, wie nennt man diese Furchen, ne? Oder? Diese Furchen ziehen. Du hast dann wahrscheinlich einen Esel oder irgend sowas vor dir und du gehst da und ziehst da. Und wenn du ganz nach hinten schaust, so wird das gehen. Keine geraden Furchen. Der ist untauglich. So einen Typen kickst du. Wo stehen wir mit Gott? Wo stehen wir, die wir auch schon lange im Glauben unterwegs sind? Wo stehen wir mit ihm? Wie sieht es mit unserer Hingabe aus, mit unserer Liebe aus? Ich möchte uns dann ermutigen, mich selbst auch, das ist für mich auch ein Reden, nochmal unsere Liebe zu überprüfen, zu fragen, wofür lebe ich überhaupt? Lebe ich für die Gemütlichkeit, wie die Leute da auf dem Schiff, dass ihnen schön und gut geht, dass sie ihre Gottesdienste abhalten? Oder bin ich wirklich in dem Willen Gottes mit drinne? Lebe ich für das, was er will? Lebe ich für seinen Willen, für sein Herz, für die Errettung der Menschen, für den Aufbau seiner Kinder Gottes? Dass sie ihn erkennen, dass sie an ihm dranbleiben, dass sie ihn lieben. Gebe ich mein Leben dafür hin? Investiere ich mich dafür? Oder schiebe ich es immer wieder und immer wieder? Ich möchte uns kein schlechtes Gewissen machen. Das ist nicht meine Absicht. Ich möchte uns ermutigen, weil Jesus selbst möchte, dass wir unsere Vergänglichkeit eintauschen für Ewigkeit. Dass wir unsere vergänglichen Taten eintauschen für Ewigkeitstaten, die für immer und ewig bleiben. Er will, dass wir wirklich reich sind am Ende. Nicht wie diese Welt, die nur an Selbsterhalt denkt, sondern er will, dass wir am Ende wirklich reich sind in dem Himmelreich. Und dazu lädt uns Jesus ein mit einem mutigen: Komm und folg mir nach. Komm und folg mir nach. Und wenn du heute in deinem Herzen spürst, boah, ich glaube, diese Predigt ist für mich. Nicht nur jung, egal wer, und du denkst, boah, in mir fehlt das und ich würde gerne mehr. Dann kannst du heute in deinem Herzen sprechen, wie viele Menschen das gemacht haben. Herr Jesus, hier bin ich und ich möchte dir mein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Rufe mich hier in deinen Dienst. Wenn du mich rufst, Herr, dann werde ich sagen, hier bin ich, Herr. Ich folge dir nach. Amen. Ich möchte mit uns zusammen beten. Herr Jesus, wie wir es heute von Marlene auch gehört haben, diese Konsequenz auch, diese Hingabe, die du auf der Erde hattest, Herr. Wir möchten von dir lernen, Herr. Wir möchten nicht einschlafen. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns erweckst, Herr. Wir bitten dich, Herr, dass wir uns um die Dinge drehen, uns mit den Dingen beschäftigen, die wirklich für dich persönlich wichtig sind, die unserem Vater im Himmel wichtig sind. Genauso wie es der Annabella wichtig war, dass ich es höre, möchten wir auch deinen Willen tun, Herr Jesus, Herr. Herr, hilf uns dabei, Herr. Wir haben heute gesehen, Herr, keiner kann dir aus eigener Kraft nachfolgen. Wir brauchen Wunder, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen die Unterstützung deines Geistes. Wir brauchen dein Anrühren. Wir können es selber nicht tun, Herr. Herr, sprich du zu uns, Herr, durch deinen Heiligen Geist, Herr. Zeige uns dunkle Flecken auf, Dinge, die uns unsere Hingabe und unsere Liebe stören, dass wir sie aufgeben, dass wir sie ausräumen aus unserem Leben, damit du Raum hast, unsere Herzen nach deinem Willen zu bewegen. Herr, segne uns als Gemeinde und schenk, dass wir dahin kommen, Herr, dass wir deinen Willen tun, dass wir nach deinem Willen leben und du groß gemacht wirst in unserer Mitte. Im Namen Jesu. Amen.